eine wirklich sehr, sehr gute Körperdrehung, sowohl im Rücksprung als auch dann im Durchschwung, ist nicht nur für nahezu jeden ziemlich gut und einfach umsetzbar, wie genau zeige ich dir nämlich jetzt in diesem Video, sondern ist auch deine größte Chance, dein Potenzial auszuschöpfen, den Schläger sehr schnell werden zu lassen, also den Ball weit schlagen zu können. Aber das eben nicht irgendwie, sondern harmonisch mit einer gewissen Leichtigkeit, sodass es sich locker anfühlt. Denn nur wenn der Körper zusammen mit den Armen und dem Schläger zusammenarbeitet, in Harmonie zusammenarbeitet, dann wirst du hohe Geschwindigkeiten kreieren, weite Schläge machen und gleichzeitig aber diese gewünschte Leichtigkeit spüren. Und genau deswegen schauen wir uns jetzt die wirklich wichtigsten Schwungtipps von mir an, die alle relativ simpel sind und auch ziemlich sicher für dich umsetzbar. Und mein Tipp jetzt an dich, prüfe wirklich jeden einzelnen der Aspekte, die wir jetzt durchgehen, ob das nicht der eine entscheidende Punkt sein könnte, warum es für dich vielleicht aktuell so erscheint, dass entweder im Rücksprung oder im Durchschwung die Drehung noch eher schwerfällig erscheint. Denn ich bin mir ziemlich sicher, wenn du all diese Aspekte abarbeitest und wirklich alle entsprechend passend umsetzt, dann wirst du merken, okay, selbst für mich scheint doch die Drehung sehr, sehr gut möglich zu sein. Insbesondere bei den ersten zwei Aspekten lasse ich jetzt noch keine Ausreden gelten, denn beides bezieht sich auf das Setup, was wir ja in Ruhe vor dem Schlag sauber abarbeiten können. Und das erste ist zu wenig beachtet bei sehr vielen Golfern, obwohl es simpler nicht sein kann, nämlich die Positionierung der Füße. Viele haben gelernt oder gehen zumindest davon aus, dass die Füße ungefähr parallel stehen müssen. Das ist aber für die allermeisten, insbesondere wenn man nicht mehr so beweglich ist, nicht so hilfreich. Denn je mehr die Füße in diese Richtung gedreht sind, desto schwerer tue ich mich natürlich, in beide Richtungen zu drehen. Und je mehr die Füße nach außen gedreht sind, was ein bisschen sonderbar zunächst aussieht von oben, desto einfacher kann ich mich drehen. Und je nachdem, welche Richtung für dich wichtiger ist, also die Richtung des Ausholens oder die Richtung des Durchschwunges, kannst du ein bisschen damit spielen, ob du jetzt den rechten Fuß ein bisschen mehr aufdrehst oder den linken Fuß, je nachdem, welche Phase des Schwunges du trainierst und wo du Fortschritte machen willst. Das zweite bezieht sich darauf, wie die Gewichtsverteilung am Anfang ist. Also stehe ich auf beiden Füßen gleich verteilt, bin ich mehr rechts oder bin ich mehr links? Wenn es jetzt zunächst darum geht, den Rücksprung frei genug zu machen, also mich gut zu öffnen, ist es für viele ganz, ganz wichtig, die rechte Seite weniger zu belasten als die linke. Also man sollte durchaus mal testen, ob es nicht sinnvoll ist, 60% oder sogar 70% des Gewichts links zu haben, was nämlich dafür sorgt, dass initial jetzt erstmal die rechte Seite entlastet ist. Und das ist ganz entscheidend, nämlich genau wenn du den Test machst oder die Frage stellst, welchen Fuß würdest du belasten, wenn du dich jetzt umdrehen müsstest, um hinter dich zu greifen. Und ich merke jetzt, ich bin nahezu 100% auf meinem linken Bein. Jetzt kann ich mich frei drehen. Nicht, dass wir es im Golfsprung genauso machen wollen, aber wenn wir jetzt das Gegenteil mal testen, ich musste irgendwie das Gewicht nach rechts verlagern, ich musste auch Spannung aufbauen oder so, welche Gedanken stecken dahinter, desto mehr werde ich hier die rechte Seite belastet haben und Schwierigkeiten haben, mich zu drehen. Ja, also ganz entscheidend, dass du ein Stück weit die Vorstellung kreierst, wenn ich mich ein bisschen nach links positioniere, entlaste ich meine rechte Körperseite, die ein Stück weit frei genug sein muss, um mich vernünftig aufzudrehen. Sehr, sehr wichtiger Tipp jetzt speziell für eher unbewegliche Golfer, sodass Angela Merkel, wenn sie hier statt meiner Person stehen würde, ziemlich sicher sagen würde, dieses Bewegungselement ist absolut alternativlos. Deswegen zeige ich dir es jetzt auch entsprechend und beziehe mich dabei auf eine gute, freie Hüftdrehung. Ich muss die Hüfte mitdrehen, um dann auch die Schulterdrehung komplettieren zu können. Du kannst es ja mal testen, wenn du wirklich Beine und Hüfte still lässt, in der Ausgangsposition lässt und nur versuchst, deinen Brustkorb, deine Schultern zu drehen, wirst du die Drehung nicht komplettieren können. Das ist sehr, sehr wichtig, dass dieses Verständnis überhaupt da ist, dass man nicht irgendwie Spannung kreieren muss über einen bestimmten Punkt hinaus, sondern vor allem erstmal die Freiheit. Und dabei ist jetzt ein Punkt wichtig, was du zulassen musst, was viele bewusst nämlich vermeiden, nämlich eine aktive
Beinarbeit. Zielsetzung ist es, den rechten Hüftknochen nach hinten zu bewegen und ein Stück weit auch zum Ziel. Und du siehst jetzt schon, wenn ich das demonstriere, geht das nur, wenn sich mein linkes Bein beugt und sich mein rechtes Bein streckt. Ja? Es wird nicht umgekehrt gemacht, es wird nicht Bein gestreckt und gebeugt, ohne die Hüfte zu drehen. Das geht nämlich auch, sondern mein Ziel ist es, die rechte Hüfte zu fühlen, dass die wirklich frei arbeitet und meine Beine lassen diese Bewegung lediglich zu. Und dann komme ich automatisch in eine solche Position, wo es mir dann nicht mehr sehr, sehr schwer fallen sollte, die Schulterdrehung, also die Drehung insgesamt, dann zu komplettieren. Bevor wir jetzt die allerwichtigsten Aspekte in Bezug auf den Abschwung und den Durchschwung hinsichtlich der Drehung anschauen, müssen wir noch ein K.O.-Kriterium hinsichtlich des Rückschwunges betrachten. Denn viele wissen darum gar nicht oder machen sogar bewusst das Gegenteil, das Falsche. Wenn du jetzt genau beobachtet hast, als ich die Drehung vielleicht sogar besonders extrem gezeigt habe, habe ich eins nicht getan, nämlich den Kopf ganz still gelassen und den Kopf gerade ausgerichtet gehabt, sondern ich habe zusammen mit der Körperdrehung auch meinen Nacken und meinen Kopf ein Stück weit mitbewegt. Nicht so viel, dass ich den Ball aus dem Blick verliere, aber schon so weit, dass es eben meine Drehung nicht sperrt, sondern fördert. Du siehst, mein Kopf bleibt im Raum, in Position, aber mein Kopf bewegt sich leicht mit. Du kannst ja mal probieren, um auch wieder das gegenteilige Extrem zu testen, den Kopf nach da zu bewegen, also in die Gegenrichtung und dann viel zu drehen. Das würde ich nicht abrupt testen, weil ich merke schon, da kommt so eine Spannung im Nacken auf, dass ich dann auf gar keinen Fall die Drehung komplettieren würde, sondern vor allem mich dann leicht tue, wenn der Blick mitgeht. Das ist natürlich übertrieben, aber versuch mal reinzufühlen oder bei dir zu überprüfen, ob du nicht in der Hoffnung, besonders konstant zu sein, den Kopf und Nacken krampfhaft still lässt, denn dann wird es schwierig sein, den Rest des Körpers frei und passend im Rücksprung zu bewegen. Großer Dank gilt noch der Golfanlage Green Eagle, wo wir glücklicherweise mehrmals im Jahr zu Gast sein dürfen. Und selbiges empfehle ich auch dir. Wenn du die Möglichkeit hast, schau doch mal vorbei. Genauso wie es die teils besten Spieler der Welt machen in Form der größten europäischen Profitour, die schon seit Jahren hier jährlich vorbeikommt. Und ja, dementsprechend, wenn du mal die Möglichkeit hast, unter anderem den Nordkurs zu spielen, dann wirst du das sicherlich als Highlight in Erinnerung behalten. Anknüpfend jetzt an den Kopfaspekt im Rücksprung wollen wir einmal die Grundphilosophie, die Grundvorstellung für den Abschwung und Durchschwung hinsichtlich der Körperdrehung klären. Denn das ist ganz, ganz entscheidend, dass man der passenden Vorstellung nachkommt, die bei den meisten nicht passt. Denn aus guten Gründen sind viele sehr treffmomentorientiert und treffmomentfokussiert, was eben zur Folge hat, dass viele der Philosophie nachkommen, irgendwo den Treffmoment kontrollieren zu wollen, still zu bleiben, ja, irgendwas steuern zu wollen. Und genau dann verpasst man den entscheidenden Zeitpunkt, sich zum Ziel umzudrehen. Wir müssen also ein Stück weit die Kontrolle des Treffmoments aufgeben. Die gefühlte Kontrolle, sie ist ja wirklich nicht tatsächlich erhöht, und müssen aus der Höchstposition die Absicht haben, unabhängig vom Treffmoment, uns sofort umzudrehen. Ja? Ohne Umwege. Mein Brustkorb ist nach rechts ausgerichtet und meine Philosophie ist jetzt, ohne Umwege, ohne irgendwas hier kontrollieren zu wollen, auf die andere Seite zu wollen. Dadurch gibst du schon mal prinzipiell deinem Körper die Drehung frei. Und das nämlich auch, der Durchschwung geht ja sehr, sehr schnell, auch frühzeitig genug. Wenn du zu lange hier verharrst, um irgendwas kontrollieren zu wollen, dann wirst du den Zeitpunkt verpasst haben und dann vielleicht noch bis zum Ende drehen, aber die Drehung einfach auch zu spät einleiten. Wenn du sehr, sehr gute Spieler beobachtest, wirst du immer festgestellt haben, dass der Unterkörper relativ früh und vor allem dann im Finish immer Richtung Ziel orientiert ist. Meine Gürtelschnalle, mein Bauchnabel zeigt Richtung Ziel. Wohingegen bei nicht so guten Golfern das häufig so ist, dass der Unterkörper zu lange oder sogar bis ins Finish hinein noch zu viel dahin orientiert ist und eben nicht Richtung Ziel. Das wirst du vielleicht sogar wissen, aber dir gleichzeitig zu Recht die Frage stellen, okay, wie schaffe ich das denn, mich auf
direkte und gute Art und Weise so zu bewegen, dass der Unterkörper frühzeitig und gut Richtung Ziel zeigt. Und die Antwort besteht darin, speziell mal darauf zu achten, das rechte Knie und die rechte Hüfte korrekt zu bewegen. Die falsche Vorstellung für viele ist es nämlich einfach zu drehen. Das ist häufig nicht so gut wie die Vorstellung, das rechte Knie und die rechte Hüfte nach vorne zu drücken, sodass dieser Part aufholt zur linken Körperseite. Und dann hast du nämlich gleichzeitig auch eine gute Verlagerung. Die Drehung ist sowieso inkludiert. Und was wir jetzt auch checken können, der rechte Fuß ist entlastet und auf der Spitze. Alles Elemente, die du bei sehr, sehr guten Spielern nahezu ausnahmslos siehst. Und viele hält es davon ab, sich in diese Position zu bewegen, weil sie bewusst oder unterbewusst merken, dass es gar nicht so leicht ist, gerade in voller Geschwindigkeit, dann die Balance zu halten, wenn man praktisch nur noch auf einem Bein steht. Das darf dich aber auf keinen Fall davon abhalten, das zu trainieren. Üb das ruhig mit kleinen Schlägen zunächst, wo nicht so viel passiert, selbst wenn du mal einen Ausfallschritt machen musst, sodass du dich Stück für Stück daran gewöhnst, auch in einem voller werdenden Schwung die Balance zu halten. Du wirst auch festgestellt haben, sehr, sehr gute Spieler halten auch nicht immer die Balance. Also es ist kein K.O.-Kriterium, dass es vielleicht mal passieren könnte, die Balance zu verlieren oder nicht ganz sauber zu halten. Mach das unbedingt. Achte darauf, dass das Knie und die Hüfte nach vorne arbeiten, sodass der rechte Fuß entlastet ist, denn dann bist du zwangsläufig in einer gut gedrehten Position. Absolut kritisch jetzt der nächste Tipp, gerade für Golfer, die den eben diskutierten Tipp jetzt übergewichten oder besonders gut umsetzen wollen, nämlich Beine und Hüfte richtig zu bewegen. Denn, wie du jetzt schon siehst, wollen wir auf gar keinen Fall, dass es so aussieht, nämlich dass der Brustkorb und die Schulter auf einmal irrelevant werden und nicht mitarbeiten. Das darf nicht passieren, sondern der Bauch muss unbedingt dafür sorgen, dass wir Unterkörper und Brustkorb ein Stück weit zusammenhalten. Also der Unterkörper darf nicht zu weit vorauseilen, denn dann zerreißt es uns. Wir müssen ein Stück weit gekoppelt arbeiten. Also gerade wenn Hüfte und Knie richtig arbeiten, müssen wir dafür sorgen, dass das Brustbein sich auf die andere Seite bewegt und das aktiv. Denn du wirst festgestellt haben, spätestens wenn ich dir das jetzt demonstriere, dass es so ist, dass im Finish der Brustkorb immer mehr gedreht ist als die Hüfte. Das bedeutet, man darf den Brustkorb nicht zu lange zurücklassen, denn dann hat er gar nicht die Möglichkeit, wieder aufzuholen. Achte also darauf, dass du hier eine gewisse Körperspannung hast in der Körpermitte und insbesondere, wenn du jetzt eine gute Beinarbeit, Kniebewegung, Hüftbewegung hast, dass der Brustkorb dann Richtung Ziel mitarbeitet und sich eben genau frühzeitig von hier nach da bewegt. Abschließend möchte ich dich jetzt mit der wichtigen, vereinfachenden Frage auf die Driving Range entlassen. Nämlich stellst du dir selbst die Frage und testest das auch, was funktioniert für dich am besten, wenn du jetzt hier gut angelangt bist, um in eine gute Drehung zu kommen? Ist es Punkt 1 von 4, das rechte Knie? Hilft es dir am besten, die Drehung gut zu machen, wenn du denkst, Knie an Knie, das Knie vorzubringen? Oder Punkt 2, hilft es dir an die Gürtelschnalle zu denken? Die Gürtelschnalle ist jetzt nach da ausgerichtet und du willst jetzt mit dem Gedanken üben, das Testen, die Gürtelschnalle auf die andere Seite zu bringen. Führt das zu guten Ergebnissen? Fühlt sich das richtig an? Teste das. Oder ist es folgender Punkt? Ist es das Brustbein? Ist es der Brustkorb? Du bist hier, Brustbein zeigt nach rechts, Brustbein soll auf direktem Wege auf die andere Seite. Befreit dieser Sprunggedanke deine Drehung? Absolut umsetzbar. Oder, das haben wir nur indirekt behandelt, ist es der vierte Aspekt, der für viele beängstigend ist, aber für einen nicht wesentlichen Teil der entscheidende Aspekt, nämlich der Blick, der Kopf. Viele denken nämlich, sie müssten besonders hier den Treffpunkt kontrollieren. Nein, wir müssen dafür sorgen, dass der Blick möglichst direkt auf die andere Seite geht. Dabei ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, selbst wenn es dir so vorkommt, dass du weit vorm Treffen hinterher blickst. Das sehe ich praktisch nie, sondern es befreit im besten Fall einfach deine Drehung, indem der Nacken, der Kopf den Rest nicht ausbremst, sondern es zulässt, dass sich der Rest unter dir eben auch sehr gut bewegen kann.